Hey und herzlich willkommen da draußen und in diesem Video bespreche ich mal die geleakten Achievements, Erfolge, Trophies, Trophäen, wie auch immer, die ja von einem PlayStation 3 User geleakt worden. Also er hat anscheinend das Update gezogen und ja, durch einen Fehler konnte er die Trophäen schon sehen, obwohl ja eigentlich Alcatraz erst einen Monat später auf die PS3 kommt. Und er hat natürlich sofort Fotos davon gemacht und ja, die werde ich mal so ein bisschen besprechen. Also das erste hätten wir hier, No One Escapes Alive, ist eine Silbertrophäe. Und das soll man halt den Fluchtplan ja exekutieren, ausführen. Ja, den Fluchtplan soll, also den soll man ausführen, aber ob auch wirklich so gelingt, dass es ein richtiges Ende ist, glaube ich eher nicht. Zu einer anderen Trophäe kommen wir noch ein bisschen später, da wird sich dann alles schon so ein bisschen klären. Also ich denke mal, hier muss man einfach nur das Flugzeug zusammenbauen und einmal losfliegen. Und das ist ja auch schon der Escape-Plan, der hat ja 4 Schritte. Schlüssel holen, Flugzeugteile sammeln, Flugzeugteile zusammenbauen und einfach von der Insel weg. Ich denke mal, das wäre dann hier die Trophy. So, als nächstes hätten wir Feed the Beast, das ist eine Bronze-Trophäe. Und man soll hier den Health Retriever ja erlangen. Also ich denke mal, das soll das Tomahawk sein, was man da gesehen hat. Health Retriever ist ja Höllens Wiederholer, sage ich jetzt mal so. Und da das Tomahawk ja auch immer wieder zurückkommt, wie so ein Boomerang, denke ich mal, dass es das sein muss. Und es steht ja da Feed the Beast, also man soll das Beast füttern. Vielleicht bekommt man diesen Health Retriever, wenn man ich habe ja auch schon eine vorherige Analyse, habe ich ja da das alles gezeigt, und das hat man auch so gesehen, dass der Höllenhund nur der Kopf von ihm ja die Zombies futtert und dass man vielleicht dadurch ab einer bestimmten Anzahl dann zu irgendeinem bestimmten Bereich kommt, wo dann dieser Health Retriever ist. Ja, Bronze-Trophäe anscheinend soll es nicht so schwer sein. Und ja, das war's auch schon dazu. So, als nächstes haben wir, okay, das war jetzt ein bisschen blurry, muss ich mal gucken, wie es hier geschrieben wurde. Making the rounds. In Mob of the Dead, complete the cycle 3 times. Also man soll den Kreislauf 3-mal abschließen. Und das hat bestimmt was mit dem Flugzeug zu tun, dass man das mehrmals benutzen kann. Denn ich denke mal, es ist zu 100% sicher, dass man mit dem Flugzeug auf die Golden Gate Bridge fliegt. Und dort sind ja auch die elektrischen Stühle auf dieser Golden Gate Bridge. Und wenn man die dann benutzt, dass man halt wieder auf der Insel Alcatraz landet. Und dort halt wieder alles von neu beginnen kann. Ich weiß nicht, ob man das 3-mal in einem Spiel machen muss. Und es gibt nur eine Bronze-Trophäe dafür. Ich denke mal 3-mal in mehreren Spielen. 3-mal in einem Spiel, das wäre eigentlich schon fast eine goldene Trophäe wert. Ja, das war's schon dazu. Nächste Trophäe. Acid Trip. Ist auch eine Bronze-Trophäe und man muss eine Waffe konvertieren, na, ich sag mal eher upgraden, das passt wo eher mit einem Kit. Ja, Kits kann man so interpretieren, dass es halt irgendwo rumliegt und man die halt an verschiedene Waffen anbringen kann. Ich denke mal, das wäre zum Beispiel bei dieser Blunderkit, bei dieser Wunderwaffe, also die Schrotflinte da. Die ist ja ganz normal, schießt ja ganz normal shotgunartig und dann hat sie ja Säure halt drinne und ich denke mal, das ist damit zum Beispiel gemeint. Ich weiß nicht, ob man nur die Blunderkit damit ausrüsten kann oder vielleicht noch irgendeine andere Waffe. Das wäre ziemlich, wäre nämlich auch ziemlich nice. Ja, und was gab es da nochmal? Eine Bronze, gell? Ja, also auch nicht so schwierig. Und ich denke mal, es gibt nur so ein Acid-Kit, wenn die Trophäe schon Acid-Drip heißt. Also wahrscheinlich kein anderes feuermäßiges oder was weiß ich, eismäßiges Kit. Leider. Naja, egal. Säure ist ja schon schön genug. So, nächste Trophy, Full Lockdown, auch eine Bronze-Trophäe und A Mob of the Dead, Brutus completes his patrol. Und ich denke mal, ja, vom Namen her Full Lockdown, also alles wurde, ja, kann man als geschlossen übersetzen. Vielleicht muss Brutus, also Brutus ist ja dieser Wächter, der diese Perks ausschalten kann für eine gewisse Zeit, die man dann selber wieder freischalten muss. Ich denke mal, dass der ein paar oder eher alle Perks, ja, kaputt machen muss für diese bestimmte Zeit und weil den kann man ja leicht lenken. Ich denke mal nicht, dass er schneller ist als einer selber ist und dass man den einfach zu den Perks hinlenken kann und der macht die dann ja kurzzeitig aus und er muss halt, ja, wie gesagt, was weiß ich, vielleicht gibt es 6, 7 Perks auf der Map, die muss er halt alle ja kurzzeitig ausmachen und ja, Bronze-Trophäe, ja, hätte vielleicht selber sein können, aber naja.
So, nächste Trophy, a Burst of Flavor. Oh, eine Bronze-Trophäe und in Mob of the Dead, kill 10 Zombies at once with a new beverage. Beverage heißt Getränk und da weiß eigentlich schon jeder, es gibt ja ein neues Getränk, Electric Cherry, und damit kann man ja auch Zombies killen, denn immer wenn man nachlädt, kommt so eine kleine, ja, Schockwelle von Elektrostößen und 10 Zombies. Und ich denke mal, wenn man ganz schnell zu dem Perk hingeht, also in der frühen Runde, Runde 3, sage ich mal, vielleicht ist es möglich, dass man da schon hin kann, ist es sehr leicht, 10 Zombies zu töten. So, die nächste. Paranormal Progress. In Mob of the Dead, open a door without spending points. Also man soll eine Tür öffnen, ohne irgendwelche Punkte dafür auszugeben. So, wenn man wieder auf den Namen von der Trophy zurückguckt, Paranormal Progress, also paranormaler Fortschritt. Ich denke mal, das kann nur mit dem Afterlife-Modus was zu tun haben. Es ist ja was Paranormales. Und dass man da halt so ein Voltmeter wieder aufladen kann. Und dass dann halt irgendeine Tür aufgeht. Ich weiß nicht, ob es mit jeder Tür geht. Ich bezweifle das. Ich denke mal, es geht nur mit ein, zwei ausgesuchten Türen. Ja. Alles andere wäre vielleicht ein bisschen zu leicht. Kann man echt jede Tür öffnen, ohne irgendwelche Punkte auszugeben. So, kommen wir zur nächsten Trophy. GG Bridge. Ja, das soll wahrscheinlich die Golden Gate Bridge heißen. Und in Mob of the Dead, survive an entire round on the bridge on round 15 or higher. Das ist eine Bronze-Trophäe und ja, es kam dann halt doch darauf hinaus, dass man mit dem Flugzeug zu 100% bin ich mir jetzt sicher, dass man da einfach auf die Golden Gate Bridge fliegt und dort halt eine Runde überleben muss. Ich denke mal, im Solo-Modus wäre das leichter, wenn man dieses Flugzeug alleine zusammenbauen kann, aber ich glaube mal schon, weil es ist ja nur Teile zusammensammeln, hoch aufs Dach gehen, zusammenbauen, das war es ja schon. Ich denke mal nicht, dass man da zwei, drei, vier Spieler braucht. Und ich denke mal, die Brücke, ich weiß ja nicht, wie viel Platz man da drüben hat, um Runden zu rennen, aber Runde 15 noch, das ist easy. Es sind Solo, was weiß ich, wie viele Zombies, vielleicht 60, 70 Zombies, wenn nicht sogar noch weniger oder mehr, ich weiß es nicht genau. Nur so grobe Schätzung. Ich denke mal, das wird einfach sein, deswegen ist auch eine Bronze-Trophäe. Und ich denke mal, es wird schon ein bisschen Platz auf der Brücke da sein, dass man auch Runden rennen kann, also bitteschön. So, nächste Trophy und auch schon die vorletzte. Trapped in Time ist eine Bronze-Trophäe. Und da steht da, in Mob of the Dead, use and upgrade all traps before round 10. Also, man soll die Fallen benutzen und ja, upgraden, bevor die Runde 10 beginnt. Also, 9 Runden hat man Zeit und anscheinend kommt man sehr schnell zu diesen Traps. Und wahrscheinlich sind es ja bis jetzt nur diese zwei bekannten Fallen. Also, die Acid Trap und die Fan Trap. Säure und Ventilatorenfalle. Und ja, benutzen ist klar, aber upgraden, da bin ich mal gespannt, wie man diese Fallen upgraden kann. Ob die vielleicht stärker werden, länger anhalten. Ja, vielleicht dreht sich die Fantrap schneller oder was weiß ich. Ich denke mal, naja, kann ich jetzt nicht wirklich was sagen, wie die verbessert werden können. Werden wir, wie gesagt, spätestens am 16. sehen. So, und als allerletztes haben wir noch die Trophy Pop Goes the Weasel, ist eine Bronze-Trophäe. Und da steht da, in Mob of the Dead, break the cycle. So, da habe ich ja vorher schon mal gesagt, als diesen Kreislauf bezeichne ich jetzt mal das Flugzeug bauen, rüberfliegen zur Golden Gate Bridge, in den Elektrostuhl gehen, sich umbringen lassen, in Anführungszeichen, dass man wieder auf Alcatraz spawnt. Und jetzt weiß ich nicht, ob man das Flugzeug neu bauen muss oder ob es immer noch verfügbar ist. Theoretisch, da das Flugzeug ja schon wieder drüben ist, auf der Golden Gate Bridge irgendwo gecrashed ist, muss man es ja eigentlich wieder zusammenbauen. Ja, mal sehen. Das empfinde ich so als den Kreislauf. So, jetzt steht da aber ja da, dass man den Kreislauf unterbrechen muss. Jetzt weiß ich nicht, ob das wirkliches Ende sein soll, denn der Kreislauf, da spielt man ja unendlich lang weiter und man soll den ja unterbrechen. Ob man da ja doch ein echtes Ende irgendwie bekommt bei Mob of the Dead. Ich bezweifle es, dass es bei der Treyarch-Map ein echtes Ende geben wird, wie bei Custom Maps. Deswegen, ich kann hier auch nicht viel zu sagen. Mir fällt auch nicht viel zu ein, wie man diesen Kreislauf unterbrechen sollte, ob man da einfach sterben soll. Theoretisch hat man ja diesen Kreislauf dann unterbrochen. Ob es auch was mit dem Easter Egg zu tun haben wird? Ich denke mal schon. Also das Easter Egg wird zum kleinen Teil dieses Flugzeug sein. Ja, aber ich denke mal, da wird es noch ein größeres geben. Denn die haben bis jetzt noch nie irgendein Easter Egg schon in ihren Trailern gezeigt. Und
Ja. Aber eigentlich steht er da. No One Escapes Alive als allererste Trophy, dass die halt eine Silbertrophäe ist. Und wie wir ja wissen, waren die ganzen Easter Eggs eine Silbertrophäe. Aber naja, wir werden es sehen am Dienstag. Ich hoffe, ihr schaltet ein. Und ja, wir sehen uns dann am Dienstag mit First Try of Mob of the Dead und von neuen Creep-Modus und dann die nächsten Tage Tutorials, die restlichen First Try Parts und so weiter und so fort. Ich hoffe, es hat euch gefallen und man sieht sich wie immer in dem nächsten Video.